So kennen und lieben wir sie, Mike Büskens und die anderen Eurofighter, ob Kapitän Olaf Thon oder auch Martin Max, der früh Schluss machen musste wegen der Wade. Sie haben wieder alles gegeben. Ich denke, dass jeder alles raushaut wird, aber ich meine, es ist halt so, wenn du nicht mehr im normalen Rhythmus bist vom Training, keiner hat mehr so ein Spiel über 90 Minuten, 11 gegen 11, da tut man sich natürlich schwer. Ich habe zum Beispiel 3-4 Monate kein Ball berührt. Mannschaft. Faul. 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 Junge, ja. Geht. Und man hat auch noch ein paar physische Probleme. Ja. Das merkt man das doch schon, ja. Und dann war der Gegner auch noch jung und willig. Warte ganz kurz, wir gucken auf das erste Tor. Jo. Das erste Tor ist gefallen. Und auch wenn der Spaß im Vordergrund stand, eins ist klar, bei Jens Lehmann geht der Ehrgeiz nie in Rente. Ich habe zwischendurch Angst gehabt, du fährst wieder mit der Straßenbahn nach Hause. Nach dem 0-2, du warst so sauer. Fährt sie denn noch hier? Ja, dann hätte ich ja mal probieren können. Ja, also wir sind ja in der ersten Halbzeit, da ist so ein bisschen das Gefühl, das war nur so ein Spaßkick. Wir waren ja Eurofighter, keine Euroluschen. Und dann hat sich das aber gewandelt. Mit der Erinnerung an die alten Eurofighter-Tugenden schaffte Mike Möllensieb mit einem Doppelpack den Ausgleich. Möllensieb übrigens ein Jungspund, der aus der Amateurmannschaft hochgezogen wurde, als Mülder und Max sich verletzten und zweimal eingewechselt wurde in der Bundesliga-Saison 96-97. Das Tor zum Endstand 6:6, ein legendäres Ergebnis auf Schalke, machte Kevin Kurani. Eine ganz andere Generation der kompletten Schalker Familie. Das zeigt natürlich auch, dass wir oder dass der Verein diese Tradition weiterlebt. Und dies natürlich auch. Dankeschön. Johann. War nett mit dir. Mit dir auch wieder. Das zeigt natürlich. Ihr blinden Nackermänner. Genau, genau. Das zeigt natürlich auch, dass wir oder der Verein, der ein Traditionsverein ist, ein großer Verein, der mal eben 30.000 Leute hier mobilisiert für so ein Spiel, dass das wichtig ist. Ich glaube, bei Borussia Dortmund hätten sie es auch gerne gemacht. Die sind ja auch. Haben auch was gewonnen eine Woche später. Und die machen nichts. Und das zeigt halt, Schalke lebt. Ja.